Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Call of Cthulhu. Wir sind in die Wälder der Hawkins reingekommen und sollen hier uns jetzt ein bisschen umgucken und die Brandstätte finden, also wo der Brand war. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier so reingucke, das sieht aus wie das Esszimmer. Allerdings nicht wirklich verbrannt. Und soweit wir eigentlich wissen von der Story her, sind die hier im Esszimmer alle verbrannt und gestorben. Aber es sieht irgendwie nicht danach aus. Nee, sieht nicht verbrannt aus. The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Vor allem, hier gibt es doch noch nicht mal Maden. Na, dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Ist das mal ein schöneres Gemälde? Okay, wie es aussieht, gibt es wirklich nur am Tisch irgendwie Sachen zu finden. Einmal das Fleisch. Medizin. What kind of meat is this? Das war's? Okay. Irgendwie sowas wie ein Fisch. This place is for the head of the family, Charles Hawkins. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Sarah Hawkins' plate. Why did she leave it untouched? Something happened at this table. An argument? Okay. Pierce, daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Okay, Spiel gespeichert. Immer ein bisschen Schimmel dran. Sarah Hawkins and little Simon. The perfect picture of the middle-class family. Sarah Hawkins and little Simon. The perfect picture of the middle-class family. Nee, das ist kein Gemälde. Hier ist ganz schön dunkel. Keine schönen Bücher, die mir das Wissen verbessern. Sieht nicht danach aus. Guck an, hier sind Schriftstücke und ich kann die nicht lesen. Ah, hier hat's gebrannt, man sieht's. Charles and Sarah's wedding is painted by Sarah herself. Mhm. Mm
Was haben wir hier jetzt eigentlich bekommen? Das letzte Abendmahl. Seit dem Brand in der Villa der Hawkins ist der Speiser intakt geblieben. Es ist klar zu erkennen, auf welchem Platz welches Familienmitglied saß. Die Etikette wurde offensichtlich beachtet, auch in einer privaten Situation unter sich. Charles Hawkins saß am Kopf des Tisches mit Frau und Sohn zu seinen Seiten. Der Stuhl könnte nach dem Brand umgefallen sein, vielleicht unterstützte er aber auch die Theorie eines häuslichen Streits. Der Braten wurde auf einigen Tellern nicht angerührt, das Fleisch, das erstaunlich gut erhalten ist, scheint Gegenstand des Streits zwischen den Hawkins gewesen zu sein. Das hier wird aber komischerweise immer noch nicht mehr, ne? Guck an, da liegt nämlich auch schon wieder was. Wurde wohl zu heiß. Was haben wir denn da? Was Charles Hawkins some kind of explorer? Charles Hawkins posiert wie ein Entdecker vor exotischen Ruinen. Es ist gemeinhin bekannt, dass er seinen Reichtum auf teuren Reisen verbrasste. Wonach suchte er? Okay. Neuen Hinweis. Too much rubble. I'll find an easier way. Da kann man nichts mehr erkennen bei den Bildern. Okay. Da haben wir doch schon mal nochmal extra was gefunden. Jetzt können wir hier rein. Edge Badge. Let's see if I can find something the cops missed. Let's see if I can find something the cops missed. Okay. So, wir haben wieder einen Punkt bekommen. Machen wir natürlich Ermittlungen weiter. Da sind wir bald bei Stufe 4. Dann schauen wir mal. So langsam nimmt das Spiel, finde ich, Gestalt an. Es wird interessanter. Das hier ist grün. Wir sehen unten links wieder so ein Fragezeichen blinkt. Jetzt wissen wir ja, was es zu sagen hat. Ist Charles Hawkins a heavy drinker? Vielleicht getrunken und dann aus Versehen alles irgendwas angesteckt, so Molotow-Cocktail-mäßig. Taschenlampe kann ich nicht anmachen. Also, Feuerzeug. Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? Der Schuh. How? Huh? Beim Sterben vielleicht den Schuh verloren? Eine Lampe. In den Kamin ist aber nichts, ne? Was haben wir denn hier? The child's corpse left a trace. Where are the others? Okay. So, da fehlt nur das hier wahrscheinlich. They had a fight. Why? Did it stop at the time of the fire? Okay, um 10 Uhr? Entweder morgens oder abends, huch. Wir schauen erstmal, was wir jetzt haben. Wir haben jetzt einiges gefunden. Und wir haben sogar noch einen Punkt. Huch, das hat nicht gespeichert gehabt. Ah, jetzt hat's gespeichert. Ein teilweise verbrannter Schuh. Es scheint Sarah Hawkins gehört zu haben. Sie braucht eine Öllampe. Laut dem Polizeibericht ist die Lampe die Ursache des ungewollten Brands, der die Villa zerstörte. Die Blutflecken auf den Trümmern erzählen aber eine ganz andere Geschichte.
Kaputte Uhr. Das Glas dieser schweren Uhr ist zerbrochen und die Zeiger stehen auf 10 Uhr. Entschuldigung. Das könnte auf die Zeit des Feuers hinweisen oder nichts damit zu tun haben. Hm. Hat er sie bedrängt? Wir sind wohl noch nicht fertig, glaube ich. Oder? Nee, sind wir noch nicht. If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? Interesting. Okay, wir scheinen aber immer noch nicht fertig zu sein. Irgendetwas muss es noch zu finden geben. Die Tür. Komischer Handabdruck. Did someone escape the fire? Okay. Blood. This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. Someone fell here. A desperate attempt to flee. So, Detective, what do you make of it? Okay. Bin schon Mensch gefragt. Was gibt's hier? Die Polizei hat bei ihren Ermittlungen versagt. Die Hinweise sind widersprüchlich. Das Feuer war kein Unfall. Ich glaube, das geht in... Die Polizei hat bei der Ermittlung versagt. Ich glaube, das würde den zu sehr angreifen. Das lassen wir mal lieber sein. Ich sag lieber, die Hinweise sind widersprüchlich. Much of this evidence simply contradicts the investigation's findings. Really? Tell me about it. Jemand hat zu viel getrunken, die Leichen wurden bewegt, jemand hat das Feuer überlebt. Die Lampe hat das Feuer ausgelöst, der Zeitpunkt des Unfalls kann nicht stimmen. It would seem at least one person fled the crime scene. What'd you say? That mark on the door. Someone's hand slid down there. The left side has no mark. The door was open and that someone left. For God's sake. I mean, if it's Charles or Sarah, they wouldn't have left their son. They would rather die in the flames as a family instead of calling for help? I don't blame. Oh yeah? Okay, wir können den Rest wohl auch noch fragen, das ist gut. Dann fangen wir einfach mal von oben links an und arbeiten uns so zu... Ja, gegen die Uhrzeit gesehen. Jemand hat zu viel getrunken. I found a bottle of whiskey. Empty. Charles sure liked the drink. No glass. I suspect one of them drank heavily to calm down. Charles, most probably. That's pretty thin. Who says that bottle hadn't been there for a while? Da wurde das Feuer doch ein bisschen heiß. I can tell where young Simon was, but not his parents. Where were their bodies found? I can't help you on that one. Charles and Sarah's bodies had already been carried away when I got here. Without your authorization? By whom? Marshall, Andrews, Chief West. We never deal with cases like that, you know. So... Well. Okay. I was under the impression the fire started around midnight. Yes, Silas banged on our door around 1 a.m.
Poor devil ran so hard he was almost belching his lungs out. This clock burned before 10 p.m. That's impossible. What you imply? Silas never would have hurt the Hawkins family. Besides, Dr. Fuller confirmed the hour of death in his report. Your clock must have already have stopped. Honestly, you don't find that suspicious? That's troubling, I have to admit. But I trust Silas. And Dr. Fuller is an authoritative figure. The mainland folks are damned envious that he's here with us. A brilliant surgeon, and a friend of the family. I'm sure he took the matter to heart. I see no reason to doubt his word. So be it. Let's move on. I firmly believe this fire was more than just an accident. Huh. What's your theory? Es war ein Verbrechen, Verbrechen aus Leidenschaft. Vielleicht hatte sie einen anderen Geliebten und vielleicht hat er deswegen so viel gesoffen und irgendwann ist er durchgedreht und dann kam hier ein Kampf oder sowas. I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure. Einen Charakterpunkt erhalten. Und mein Kater braucht Aufmerksamkeit, merke ich. I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. Wir gucken uns trotzdem um. Wir wollen doch nichts verpassen. Irgendwie gibt's die Bilder zuhauf. Nur ein bisschen mehr verbrannt als vorher oder weniger, je nachdem. This door is locked. Kleine Maus. Da haben wir ein Buch. History of Medicine in the... Ja. Diese Sammlung medizinisches Wissens und gesundheitlicher Praktiken des 18. Jahrhunderts umfasst nur die sogenannten zivilisierten Länder. Der Einfluss von ganzheitlicher Medizin oder Medikamenten von Kontinenten, die als unterentwickelt gelten, werden nicht behandelt. Aber das macht, glaube ich, unser medizinischer Kunde ein bisschen besser. Genau. Hat sich aber nicht verbessert, wirklich. Okay. Ermittlungen haben wir fast fertig. Hinweise. Was haben wir hier? Da ist was Neues. Die Brandstätte. Entgegen des Polizeiberichts erzählt der Saloon der Hawkins eine ganz andere Geschichte des Feuers, das die ganze Familie ereilte. Zuerst ist da der Handabdruck, der die Möglichkeit eines Überlebenden eröffnet. Die Körper von Charles und Sarah Hawkins haben weder auf dem Boden noch im Saloon Spuren hinterlassen. Ganz im Gegensatz zu dem des Kindes, dessen Spuren nahe des Kamins noch immer zu sehen sind. Dasselbe gilt für die Glasscherben auf dem Boden. Bei näherer Untersuchung lassen sich Blutspuren an ihnen entdecken. Der eindeutige Abdruck von Gemälde, das im Lager aus der Hawkins gefunden wurde, bestätigt, der Fall Hawkins mehr sein könnte als ein bloßer häuslicher Unfall. Ja, und was ist jetzt hier mit meinem Kunde? Keine Ahnung. So, wenn es speichert, müssen wir aufhören. Speichert bestimmt gleich. Was haben wir hier? These bandages are covered in dried blood. The same bandages that I saw in the warehouse on the docks. And given the bloodstains, I'd also say that it's the same person.
Sprechen um die, die halt eben verbrannt überlebt hat. Oh, hier gibt's wieder Rätsel. Da haben wir was. The lyrics of the drunken sailor, a sea shanty. Das haben wir schon gesehen, beziehungsweise gehört. Nichts drin. This door is blocked from the outside. Wir sind hier in der Eingangshalle so gesehen. Da haben wir was. Ein Brecheisen aus der Villa der Hawkins. Es gehört wahrscheinlich dem Verwalter Silas. A crowbar could prove useful. So, das war's schon. Das Fragezeichen hat einen Haken. Was haben wir hier? An original edition of Mary Shelley's Frankenstein. Dated 1818. Vielleicht haben die ihr eigenes Monster. Was war das? Vielleicht haben die ihr eigenes Monster erschaffen. Okay. Es speichert einfach gerade nicht. Wir sind schon bei 22 Minuten. Ah. Mal noch was. Was haben wir hier? Hm. Moby Dick? Moby Dick. Melville's classic. The epic battle between man and whale. Cool. Mandatory reading for any whaler, I guess. Moby Dick ist eine Pflichtlektüre für Fischer, ja. Kann ich mir zumindest auch vorstellen. Gibt es wohl nichts? Oh, könnte ich anmachen sogar. This place was falling apart long before the fire. This place was falling apart long before the fire. Kann ich nicht anmachen? Ich hatte jetzt gedacht, ich könnte es entzünden. Hi. Ach, ich kann mit dem reden. A book on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. Mhm. Der menschliche Körper, eine vergleichende Analyse. Eine präzise und sehr detaillierte Abhandlung über die Besonderheiten des menschlichen Körpers im Vergleich zur Tierwelt. Die klare Schreibweise und das einfache Vokabular machen dieses Buch auch für Laien verständlich. Medizinkunde Fortschritt. Stimmt, jetzt ist es auf 16 gegangen. Okay, es geht also wirklich immer mehr ein Stückchen hoch. So, hier haben wir noch nicht nachge... Oh doch, hier waren wir schon. Ich weiß nicht, wahrscheinlich muss ich mit ihm reden, aber ich gehe natürlich erstmal hier hoch. Wobei ich natürlich hoffe, dass es jetzt nicht plötzlich mit einer Filmszene weitergeht. Oh, hier geht's generell lang. Okay, dann reden wir vielleicht doch erstmal mit dem. Und dann speichert es auch hoffentlich. Oh, wir haben hier sogar noch ein Klavier, das haben wir voll übersehen. Guck an.
This piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. Hm. Okay. Komm her. What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. Es will einfach nicht speichern. Das heißt, okay, wir müssen hier abbrechen und halt doch noch einen Teil machen. Okay, wir sehen uns dann gleich, was heißt gleich, morgen wieder. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Und wie gesagt, als mittlerweile wird es spannender, finde ich. Und ich bin echt mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. Ob ich das psychisch schaffe. Mal gucken. Keine Ahnung. Horrorspiele sind ja so eine Sache. Und schauen wir mal, ob wir es hinkriegen, wie gesagt. Ihr könnt einen Daumen oben da lassen und ein Abo, falls ihr auch nichts verpassen wollt und es auch gut fandet. Und dann sehen wir uns heute, wie gesagt, beim nächsten Teil oder auch bei anderen Let's Plays von mir. Auf jeden Fall. Viel Spaß noch bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Und ja, das war Call of Cthulhu mit mir von Nerd Gameplays als Hobby. Auf Wiedersehen und tschüss.